So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. So mit den Händen rumfuchteln, ne? Und zwar habe ich letztens mal diese Flying Power Sorten getestet. Da gibt es ja verschiedene Rubriken, wie ihr seht. Da steht Flying Power Extreme. Wir haben eine Reihe gemacht. Wir haben, ich muss mal kurz nachgucken, alle Flying Power Extreme Sour Sorten zusammen, alle Flying Power Gaming Sorten zusammen, alle Flying Power Extreme Sorten zusammen. Ich war extra und hab geguckt, alles, was ich gefunden habe, einen ganzen Sack voll Gaming, extrem sauer und extrem normal. Und dann hat Eule geschrieben, die beste Sorte fehlt, und zwar Guave. Als ich drin war, gab es kein Guave. Ich habe jetzt jedes Mal wieder geschaut, Guave hier, Guave da. Und jetzt habe ich es gefunden, Flying Power Extreme Guave. Für ein normales Guava alleine wäre das Video aber ziemlich langweilig, deswegen habe ich was anderes auch noch entdeckt, und zwar Booster Fresh Flow Citrus. Das habe ich auch noch nicht gesehen, das habe ich auch neu entdeckt auf einer Meile und habe mir gedacht, die zwei nehme ich mit. Wenn Guava das Beste ist und das hier neu ist, werden wir die zwei zusammen antreten lassen, testen einzeln und dann testen zusammen. Ihr kennt das Prozedere, deswegen erstmal fürs Thumbnail irgendwas nochmal hier reinhalten. So. Warte mal, der muss weiter vor. So. Und dann sieht das Thumbnail schon behindert aus. Und wir fangen gleich an mit dem Guave, weil Guave ja angeblich das Beste von Flying Power ist. Füllen uns einmal hier rein. Was ist Guave? Wie schmeckt Guave? Wie kann man sagen, wie Guave schmeckt? Man weiß es nicht genau. Es hat auf jeden Fall, so wie die Dose, auch so eine rosane Farbe. Also die Dose ist lila, das hat so ein zartes Rosa. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Da riechen wir mal kurz dran. Grüße an die Eule. Das riecht sehr fruchtig. Wir probieren auch mal. Ja, schmeckt fruchtig, süß, wahrscheinlich nach Guave, aber ich glaube, wenn ich so eine ganze Dose davon jetzt trinken würde, hätte ich mega Bauchramses, also toll, Magenschmerzen, alles wird sich zusammenkleben. Also ist okay, mein Lieblingsgeschmack wäre es jetzt nicht, aber generell bin ich sowieso nicht so der größte Energy-Freund. Kann verstehen, dass das seine Fans hat, aber ja, ich bleibe lieber bei Booster Zero, absolut Zero, das Schwarze, weil es ist nicht so süß und schmeckt auch noch nichts. Aber wenn wir schon von Booster reden, wir haben kein absolut Zero, sondern Booster Fresh Flow Citrus. Fresh Flow Citrus. Ich muss gestehen, ich hatte zwei Dosen mitgenommen vom Booster und habe schon eine getrunken, weil ich letztens Durst hatte. Ich weiß aber schon wieder nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Ich hatte von dem Guava auch zwei Dosen mitgenommen. Weil ich Durst hatte, habe ich letztens auch schon wieder eine getrunken. Eigentlich wollte ich nämlich zwei Dosen Booster zeigen und ein extra Video zweimal Guave, aber ja, manchmal habe ich Durst und dann trinke ich schnell eine Dose und dann habe ich es eh wieder vergessen. Das ist jetzt hier Fresh Flow Citrus. Das ist fast durchsichtig, aber eigentlich hat es auch so einen matten Schimmer. Hier ist ein bisschen drüber, aber nur ganz leicht. Wir riechen mal. Riecht wie Guave, wahrscheinlich weil Guave vorher drin war. Wir probieren mal. Grüße immer noch an die Eule. Boah. Also irgendwie könnte man sagen, man schmeckt, dass es ein Booster ist. Irgendwie ist diese Kohlensäure und das Prickelnde sehr im Vordergrund, während du so eine leicht säuerliche Note auch hast von der Zitrone. Auch wenn du andere Booster-Sorten hast, du hast immer irgendwie präsent so richtig viel Schaum und Kohlensäure und einen Geschmack im Hintergrund. Aber dieser Geschmack im Hintergrund, der hier ist, ist jetzt auch gar nicht mein Fall. Also da gibt es, ich glaube, alle anderen Booster-Sorten, die ich bisher hatte, haben mir auf jeden Fall besser geschmeckt. Für mich bis jetzt diese Citrus die schlechteste Booster-Sorte. Ich hoffe, ihr kennt die. Ich hoffe, ihr habt die schon mal probiert und sagt das Gleiche. Und wenn nicht, probiert sie am besten gar nicht. Behaltet Booster in Erinnerung, so wie es ist, ne?
im direkten Vergleich würde ich sogar sagen, Flying Power schmeckt mir gerade besser. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch einfüllen in unser Gläschen, das Ganze mischen. 250 hier, 250 da. Mal gucken, ob das funktioniert. So, bis wir das voll haben. Theoretisch könnte ich den ganzen Booster komplett reinkippen und den Rest mit Guava auffüllen. Das wäre wahrscheinlich auch eine Lösung. Na, die Schatz frisst, ne? Jetzt schäumt es hier ein bisschen. Ja, gucken wir, ob das funktioniert, wenn wir den Rest von dem Booster reingeben. Oh, Booster ist leer. Und jetzt auffüllen mit Guava. Mit Guava auffüllen. Zack, Färbung ist immer noch wie Guava geblieben. Mehr passt nicht ins Glas, da ist immer noch ganz viel drin. Ist ja auch eine große Dose. Das ist jetzt hier unser Guavenglas. Guckt es euch an. Booster X Flying Power. Die Kollaboration jetzt neu auf meinem Kanal. Ich werde das jetzt hier trinken. Ist jetzt schon schlecht. Das ist ein bisschen alles halt wirklich pure Chemie. Pur, das ist... Bin kein Energy-Freund, wie gesagt. Alles immer nur künstlich, alles Chemie, alles einfach nur Magenkrämpfe. Der Bauch klebt zusammen. Ich bin doch scharfe, herzhafte Typ, aber nicht so der Süße. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, das war Guave, Ladies and Gentlemen. Was auch sehr präsent ist, jetzt, wenn ich das gerade so zusammentrinke, merkst du von dem Booster jetzt eigentlich so gut wie gar nichts mehr, weil Guave einfach den ganzen Geschmack eingenommen hat. Ein großes Glas Guave am Morgen vertreibt auf jeden Fall Kummer und Sorgen, Peace out, Vorhaut, Ramses.